Battlegrim gehört dem Kult der ewigen Flamme! Hallo Abenteurer. Wie ihr sehen könnt, hat die Allianz der Fürsten versucht, Gauntlegrim im Kampf gegen den Kult der ewigen Flamme zu unterstützen. Wir beabsichtigen natürlich auch weiterhin, König Battlehammer zu helfen. Aber auch wir brauchen Hilfe. Ein Bote sollte bereits auf dem Weg zu Bruenor sein. Berichtet ihm von meiner versuchten Heldentat. Ja, es könnte ihn dazu erweichen, uns zu helfen. Lance? Ja, natürlich. Guter Kerl. Sehr stark. Aber ich schätze, das ist normal für einen Goliath. Er war Mitglied der Allianz der Fürsten für ein paar Monate, bevor er sich dem Handschuhorden anschloss. Wenn ich mich recht erinnere, wollte er unbedingt mit dem Orden in das Unterreich hinabsteigen. Leider weiß ich nicht, was danach geschah. Was für ein Spaß! Boo und ich werden nach Protectors Enclave zurückkehren, um nach mehr Bösem zu suchen. Meine Magie steht zu euren Diensten. Kommt, lasst uns etwas Gerechtigkeit austeilen. Platz der Fürsten geholfen hat, bitten sie nun im Gegenzug um unsere Hilfe. Ich schätze, wir sollten ihnen helfen, auch wenn ich nicht viel von Lord Never Ever halte. Macht ihr mit? Die Allianz der Fürsten genügt. Leider haben wir derzeit noch keine Verwendung für euch. Drist, Regis und ich versuchen noch immer, Demogorgon zu finden. Regis wird euch kontaktieren, wenn wir eine Spur haben. In der Zwischenzeit solltet ihr eure Fertigkeiten trainieren, denn im Kampf gegen Demogorgon müsst ihr euer Bestes geben. Jetzt cool. Ich bin Ilyasha Guiding Star und ich vertrete die Elfen von Iliyanbruen. Wir haben eure Ankunft erwartet und fühlen uns durch euer Erscheinen geehrt. Wir sind nach Neverwinter gekommen, um Hilfe zu suchen. Vielleicht seid ihr der Held, den wir zu finden hofften. Wie kann ich euch noch helfen? Tief im Neverwinterwald beschützen elfische Wächter die Ruinen von Alt-Sharandar war einst das Herz des Iliyanbruen Elfenkönigreiches. Heute liegt die ehemals bedeutende Stadt tief im Herzen des Neverwinterwaldes in Trümmern. Auch wenn nur wenig von Alt-Sharandar übrig ist, gibt es in den Ruinen noch immer alte Elfenrelikte. Immer nach vorne schlagen. Erst pestverseuchte Monster und jetzt auch noch Dämonen. Wer aus diesem Tor tritt, verfällt in kürzester Zeit im Wahnsinn. Wir haben den Dämonen und Aberranten einen guten Kampf geliefert. Doch wir können uns nicht mehr länger halten. Die Klerikerin Lino Laneril versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie verfügt über einen Zauber, der sie vor dem Wahnsinn schützt. Ihr werdet ihr doch sicher helfen. Der Kampf gegen die Kreaturen aus dem Abgrund verläuft schlecht. Es scheint ihrer unendlich viele zu geben, während wir nur eine Handvoll sind. Seid doch bitte so freundlich und aktiviert das heilige Symbol. weiter. Wir werden von Monstern angegriffen, Schätzchen. Gut, noch jemand ist hier. Ich habe versucht, diese Dämonen und die Aura des Wahnsinns aufzuhalten, doch meine Anstrengungen waren vergebens. Ich weiß, dass ein Baylor irgendwo im Abgrund dafür verantwortlich ist. Anscheinend habt ihr einen Kleriker bei euch. Vielleicht war das mein Fehler. Mein Name ist Lance, Freund der freundlosen Zoliaga. Ich kann euch helfen, wenn ihr das wünscht. Was? Ich war schon seit Monaten nicht mehr im Unterreich. Nicht seit meiner Expedition mit dem Handschuhbau. Ihr müsst euch irren, mein Freund. Ich weiß nicht, Schätzchen. Irgendetwas hier ist seltsam. Diesem Mann scheint nichts Böses auszugehen, aber etwas stimmt nicht mit ihm. Wir sollten ihn mitkommen lassen. Bruno zufolge habt ihr ihn schon einmal bezwungen, ja? Entweder wir finden einen Weg, ihn zu heilen, oder ihr müsst erneut handgreiflich werden. Mit meiner Hilfe, versteht sich. Viele wussten von unserer Expedition. Unser Ziel war ein Außenposten nahe Mansa Barensen. Der Handschuhorden wollte dort Sklaven befreien, die in die Stadt der Drow verschleppt werden sollten. Wir konnten jeden einzelnen Sklaven retten und nach Neverwinter zurückbringen. Es wurde sogar eine Parade in unseren Ehren abgehalten. Vielleicht wart ihr ja auch zugegen. Ich bin ein ehrenhafter Goliath. Ich würde so etwas nie tun. Seid ihr nicht ein Diener Baphomets? Lady Lanara, ich würde niemals einem Dämonen dienen. Wo wart ihr, als die Angriffe der Dämonen einsetzten? Mit dem Rest meines Clans. Wir haben an jenem Tag viele Dämonen erschlagen. Erinnert ihr euch an den Kampf mit unserem Abenteurerfreund? Nein. Sollte ich? Nein, das solltet ihr nicht. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. uns auf den Weg nach unten machen und ein wenig mit unserem Baylor-Freund plaudern. Ihr solltet dieses Mal die Führung übernehmen, Schätzchen. Was ruft mich? Jemand übernimmt die Kontrolle über Lance. Baphomets wird die Welt mit der Labyrinthmaschine umformen. Bleibt ihm Unterreich fern und euer Leben übelst. Der bemitleidenswerte Mann. Ich werde einen Weg finden, ihn zu retten.